wir sind auf der Straße. Und das sieht irgendwie merkwürdig aus. Hier ist das Schnabeltier und ein ausgedünntes Auto. Das verstehe ich gerade nicht ganz. Können wir hier hingehen? Was hat es damit auf sich hier? Das Auto scheint ja nicht echt zu sein. Das ist ja nicht da. Das Schnabeltier hingegen schon. Entweder ist das Schnabeltier im Auto und das Auto ist unwichtig und deswegen in der Erinnerung ausgedünnt, oder das Schnabeltier sitzt darunter vielleicht auch. Schauen wir mal, wo wir hinkommen. Okay, wofür auch immer wir gerade diese Erinnerung bekommen haben, den Erinnerungspunkt. Ich bin gespannt, wie es aussieht hier oben. Hier ist nichts. Aber das ist auch nicht überraschend. Das ist die Stelle, an der früher das Haus stand, oder? Das Haus, das niemals hätte sein dürfen. Mal ehrlich, was finden die Leute an ungewöhnlich hohen und gefährlichen Plätzen so faszinierend? Notiz zur Höhenangst erhalten. Hat Neil etwa Höhenangst? Oh, halt hier. Etwas, das Johnny und River offensichtlich nicht haben. Sehr gut. Okay, Moment, ich will noch nicht lang gehen. Ich will erstmal schauen, ob wir hier oben noch lang gehen können. Ja, hier gibt es mehrere Wege zum Erkunden. Alles klar. Ganz nach oben geht es aber nicht. Okay. Ach so, es geht bloß darum, hier rüber zu hüpfen. Okay. Gut, gehen wir einfach mal nach oben. Der Rucksack. Den Rucksack haben wir schon gesehen. In der allerersten Erinnerung. Deswegen hast du mich damals angesprochen? Ja. Wie sieht es jetzt aus? Schätze, es gehört dazu. Hör mal, das ist lange her. Es spielt eigentlich keine Rolle mehr, aber Izzy meinte, ich sollte dir besser die Wahrheit sagen. Ich hätte unser erstes Treffen nicht so vermasseln sollen. Hä? Was ist das? Ein Hacky-Sack? Kannst du ihn bis zu Anya werfen? Keine Ahnung. Soll ich es probieren? Würdest du? River! Bist du verrückt? Geh da weg! Ich glaube, diese Erinnerung ist nicht so weit von der letzten entfernt. Glaubst du, da besteht ein Zusammenhang? Wahrscheinlich. Ich möchte mal hingehen. Weil der Rucksack, genau, der Rucksack ist unser Memento diesmal, das dachte ich mir schon fast. Schauen wir mal. Wieso hat sie sich die Haare abgeschnitten? Ich mag lange Haare. Okay, das war jetzt schon der Punkt. Da hat sie sich die Haare also nicht ausgerissen, sondern abgeschnitten in der Erinnerung davor, die wir hatten. Da hatten wir sie ja im Papierkorb wiedergefunden. Okay. Der Rucksack. Okay. Oh, verdammt. Haben wir wieder irgendwas falsch gemacht? Ist auch egal. Wir sind ja zumindest ziemlich nah noch dran gewesen. Okay, damit können wir dann wieder hüpfen. Ein Laden. Die Störung wirkt sich bei jedem anders aus, John. Ach, jetzt kommen wir der Sache näher.
Nur weil wir beide daran leiden, sind wir nicht dieselbe Person. Aber du musst uns doch irgendwie helfen können. Anfangs war alles noch ganz in Ordnung, aber jetzt ist sie noch distanzierter als vorher. Selbst wenn wir im selben Zimmer sind, sie ist nie wirklich da. Das geht mir langsam an die Substanz. Ich weiß nicht mehr, wie ich das aushalten soll. Nun ja, ich kann nicht für sie sprechen, aber viele von uns wollen nicht allein sein. Eine ganz andere Frage ist aber, ob man das auch zeigen kann. Dass sie sich damit schwer tut, heißt noch nicht, dass sie keine Gefühle hat. Sie ist schließlich immer noch da, oder? Manchmal musst du ihr einfach den Glauben bewahren, musst du dir einfach den Glauben bewahren, dass du ihr wichtig bist. Es ist nicht leicht, sich das zu sagen, jeden Tag aufs Neue. Ich weiß. Sag mal, warum wirkst du eigentlich so normal, Izzy? Ich meine, habt ihr nicht die gleiche Sache? Nun ja, bei mir wurde es festgestellt, als ich noch sehr jung war. Es ist mühsam, aber nicht unmöglich, sich dann eine Maske sozialer Normen systematisch anzueignen. Weißt du, ich beneide River ebenso, wie ich sie bemitleide. Ich bin Schauspielerin geworden, weil ich mein Leben lang eine sein musste. Nicht nur auf der Bühne, sondern auch sonst. Immer. Ich bin so gut darin geworden, weil ich keine andere Wahl hatte. Nur so kann ich normal sein. Aber River hat das nie versucht. Sie blieb eine Außenseiterin und hat nie etwas dagegen getan. Ich weiß nicht, ob sie es nicht konnte oder nicht wollte, ob sie tapfer war oder feige. Es gibt Tage, an denen ich die ganze Verstellerei einfach nicht mehr aushalten kann. Und dann merke ich, es ist zu spät. Die Isabelle, die die Leute kennen, ist nur eine Show. Und mein wahres Ich ist zu einer Fremden geworden. Ich glaube, letztlich beneide ich sie. Okay, Izzy ist also die Schwester, nehme ich an. Ich habe noch nie eine Frau mit solchen Problemen getroffen. Dann hast du wohl bisher noch keine einzige Frau getroffen. Das hier geht uns nichts an. Komm. Okay, also Izzy, denke ich, wird dann wohl wahrscheinlich Rivers Schwester sein. Und sie leiden beide an derselben Krankheit. Und während Izzy was dagegen getan hat, hat River das nicht. Und ich tippe immer noch auf Autismus, ist immer noch mein Tipp, aber wir werden sehen. Oh, wir sehen, die anderen Leute sind alle ausgegraut, die sind unwichtig sozusagen. Die Welt wäre ein schönerer Ort, wenn sich die Leute Gesichter besser merken würden. Ach so, stimmt, wir sind ja in der Erinnerung von John. Das heißt, er kann sich nicht an die Gesichter der Leute erinnern, deswegen, sie waren zwar da, aber sie sind trotzdem ausgedünnt, man kann sie nicht wirklich sehen, weil John sie nur beiläufig bemerkt hat und deswegen sie quasi unwichtig für ihn waren. So, können wir hier rein? Noch nicht. Oder vielleicht gar nicht, ich weiß es nicht. Irgendwas Neues heute? Nein. Was liest du da? Des Kaisers neue Kleider. Aha. Ich habe es geliebt, als ich klein war. Und tust es noch, hm? Natürlich. Nur aus anderen Gründen. Als ich ein Kind war, stand ich total auf die Animorphs-Serie. Okay, hat sich das also auch aufgeklärt. Weiß ich, deine Mutter hat dir ein Animorphs-Buch zu unserer Hochzeit geschenkt. Ja, das war ein ganz schön merkwürdiges Geschenk. Ich war als Kind wohl ziemlich besessen von dieser Serie. Warum hast du sie seitdem nicht wieder gelesen? Ich habe die Bücher gesehen. Sie verstauben in der Garage. Naja, ich bin herausgewachsen, schätze ich.
Es sind eben Kinderbücher. Was ist falsch daran, Kinderbücher zu lesen? Sie spenden Trost. Schon möglich. Ich werde mir wohl dieses hier kaufen. Okay, damit hat sich also aufgeklärt, was es mit den Animorphs-Büchern und mit des Kaisers neue Kleider auf sich hat. Haben wir dieses Mysterium also auch geklärt. So, andere Erinnerung. Was gibt es hier? Ich lieb mich und du liebst dich. Wir lieben uns ganz fürchterlich. Hey, River! Das hier ist gar nicht mal so schmalzig. River? Haben sie nach kleinen Sprüchen gesucht? Vielleicht für die Hochzeit sogar? Nee, das wäre dann zu wenig. Und was ist mit Davids? Der ist mein Lieblingscharakter. Achso, das war jetzt irgendjemand. Egal. Keine Ahnung. Worüber redet ihr? Animorphs. Kennen Sie das? Nein. Ja. Ah, das wundert mich jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Wirklich? Mehr oder weniger. Oh, wissen Sie, in welches Tier sich David verwandelt? Ja, woher soll ich das wissen? Haben wir hier Ös? Dann würde ich Löwe machen, aber gibt's nicht. Na gut, machen wir mal einen Tiger vielleicht. Tiger. Tiger, Tiger, Tiger. Man merkt, ich bin katzenfixiert, oder? Das klingt nicht richtig. Keine Sorge, ich finde es schon noch heraus. Okay, ich nehme an, das müssen wir jetzt herausfinden, um dann hier vorwärts zu kommen. Huch. Okay. Ja, woher sollte ich das denn jetzt auch wissen? Keine Ahnung. Tobias Falke. Rachel Grizzly. Jake Tiger. Ach, den Tiger gibt's sogar, siehst du mal. Marco Gorilla. David Cobra. Cassie Wolf. Warum? Ach, nur so. Du hättest es auch einfach googeln können. Gut, damit wissen wir es. Wir müssen die Cobra eingeben. Ja, das kennen wir schon. Warum habe ich eigentlich Davids vorhin gelesen? Ach, was weiß ich. So, geben wir fix die Cobra ein. Okay. Ah, richtig. In eine Cobra. Ich wünschte wirklich, sie hätten noch die alten Cover statt dieser öden Umschläge. Die waren cool. Vielleicht sollte ich sie doch nochmal lesen. Ich kann mich kaum noch an etwas aus der Serie erinnern. Okay, mehr gibt's ja auch nicht zu ergründen mit den beiden. Aber Hauptsache, wir haben das nochmal mit geregelt. Kann ja nicht schaden. Gut, das kennen wir auch schon, aber hier haben wir noch das Buch. Welches unser Memento ist, natürlich des Kaisers neue Kleider ist unser Memento. Und dann suchen wir mal noch den letzten Erinnerungspunkt. Vielleicht hier hinten irgendwas? Wir waren jetzt die ganze Zeit hier gewesen. Vielleicht noch irgendwas bei den beiden? Aber es sieht auch nicht so aus, ne? Den können wir auch nicht interagieren. Okay. Gut, können wir hier durchgehen durch den? Ja. Ich habe gerade keine Ahnung, wo wir noch suchen könnten. Hier ist ja eigentlich gar nicht so viel, was man abgrasen kann. Gut, wir packen erstmal die anderen drauf, würde ich sagen. Aber wir haben doch alle. Ich dachte, uns fehlt noch eins. Nein, dann ist ja gut. Okay, haben wir das Memento freigeschaltet? Machen wir noch eben die Vorbereitung und danach würde ich sagen, mache ich mal eine Pause. War jetzt doch schon relativ lang gewesen, dass ich hier gespielt habe. Okay, das hier unten scheint... Das ist blöd gemacht, dass die dann immer noch so gekesselt sind. Das wäre besser, wenn die das nicht machen würden. Dann würde man, glaube ich, besser sehen, welche man anklicken muss und welche nicht. So, aber gut, gestaltet sich hier nicht so schwer. Haben es sogar in Idealbesetzung geschafft. Gut, Memento aktiviert und damit würde ich sagen, gehe ich in die Pause. Und wir sehen uns dann in einer frischen neuen Aufnahmesession wieder, wenn wir dann weiter die Erinnerungen und die Vergangenheit von Johnny und River ergründen werden.
Und ich hoffe, da werden sich noch so einige Erkenntnisse auftun. Bis jetzt fand ich es schon sehr spannend und es hat mir sehr gut gefallen. Die Charaktere sehr sympathisch und tiefgründig auch, habe ich das Gefühl. Und man kann, es regt schön zu Spekulationen an. Und wir werden sehen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall, gehabt euch wohl. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein!